Hallo zusammen. Ein paar von euch haben mir geschrieben, dass ihr Statistik 1 bestanden habt. Herzlichen Glückwunsch. Und dass ihr schon für Statistik 2 vorlernen wollt. Und da dachte ich mir, dass ich euch mal eine Starthilfe gebe zum Thema Hypothesentests. Das wird ein wichtiges Thema sein in Statistik 2. Und wir machen das am Beispiel von Chi Quadrat. Das kennt ihr nämlich schon. Ich gebe euch also mal eine Tabelle, in der ihr Chi Quadrat berechnen könnt. Die habe ich aus einem Paper, das ich mal gelesen habe, in dem wurde untersucht, ob Vertrauen mit Zuverlässigkeit zusammenhängt. Und es war in dem Paper so, dass viele Leute nicht vertrauensvoll waren und auch nicht zuverlässig. Viele waren vertrauensvoll und zuverlässig und wenige waren eine Mischung aus den beiden. Also gab es da eine starke Korrespondenz, eine Abhängigkeit zwischen Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und was ihr bereits machen könnt, ist Chi Quadrat berechnen. Wenn ihr das in dem Beispiel macht, kommt ihr auf eine Zahl 22,277. Und was ihr hier tut, ist im Grunde, ihr habt eine Stichprobe gezogen. Ich visualisiere mir das gerne immer so. Von 1 bis n, in dem konkreten Beispiel waren es 55 Versuchspersonen. Und ihr habt von jeder Versuchsperson ihre Vertrauen und ihre Zuverlässigkeit erhoben. Vielleicht für die erste war es 0 und 0, also das war dann eine von den 24 hier. Kein nicht vertrauensvoll und nicht zuverlässig und so weiter. Und diese Stichprobe könnt ihr eben mit einem Chi-Quadrat beschreiben. Ja, ihr habt in Statistik 1 deskriptive Statistik gemacht. Ihr könnt eine Stichprobe beschreiben. Das ist quasi ein Maß für die Abhängigkeit in der Stichprobe. Was euch aber eigentlich interessieren sollte, ist nicht eure 55 Versuchspersonen, ist nicht die Stichprobe, sondern ist der wahre Zusammenhang zwischen den Zufallsvariablen x und y. Das heißt, wie hängen Vertrauen und Zuverlässigkeit in der Welt, also unter allen Menschen zusammen oder sind allgemein sozusagen, stehen allgemein zueinander und nicht nur in euren 55 Versuchspersonen. Und das ist gar nicht so trivial, sich darüber Gedanken zu machen, wie komme ich jetzt von meinen 55 Versuchspersonen und meiner Aussage, also meiner deskriptiven Variable über meine Stichprobe, zu einer Aussage über alle Personen oder die Variablen im Allgemeinen. Und die Herangehensweise dafür ist das Hypothesentesten. Was man dabei tut, ist Folgendes. Wir überlegen uns erstmal, was ist, wenn x und y unabhängig sind. Ja, also wir stellen uns vor, wir sind mal jetzt in einer Welt, wo die beiden Variablen tatsächlich unabhängig voneinander sind. Und in dieser Welt ziehen wir jetzt mal 1000 Stichproben und haben dann 1000 Tabellen, aus denen wir 1000 Chi-Quadrate berechnen. Und dann gucken wir uns mal an, welche Chi-Quadrat-Werte kommen häufig und welche kommen selten. Ja, ich zeichne mal hier Chi-Quadrat auf der x-Achse ein und hier die Häufigkeit oder die Dichtefunktion von Chi-Quadrat. Das sollte euch von der Normalverteilung was sagen. Und da können sich auch schlaue Mathematiker hinsetzen und es herleiten, aber man kann sich auch vorstellen, dass man das einfach tausendmal tut und man bekommt ungefähr so eine Verteilung hin. Das heißt, Chi-Quadratwerte nahe der 0 sind relativ häufig und je höher die Chi-Quadratwerte werden in unserer Welt, wo x und y unabhängig sind, je höher die Werte werden, desto unwahrscheinlicher werden sie. Ja, macht ja auch Sinn, weil wenn es tatsächlich unabhängig ist, ist es selten, dass wir eine Tabelle rausbekommen, wo eben die Abhängigkeit sehr stark ist. Okay. Und was man jetzt nur noch tut, ist zu sagen, wir ziehen einfach mal eine Grenze, wo wir unterscheiden Chi-Quadrate, die da drüber sind und Chi-Quadrate, die da drunter sind. Und wir wählen die Grenze so, dass da drüber genau 5% der Chi-Quadratwerte liegen. Okay, also das wäre in unserer Welt, wo x und y unabhängig sind. Wir haben 1000 Stichproben gezogen und nur 5% der Chi-Quadrate aus den Stichproben liegen über dieser Grenze. Und das kann man sich, wie gesagt, mathematisch tatsächlich herleiten. Dafür habt ihr in der Formelsammlung dann Tabellen. Ja, das ist die Chi-Quadrat-Verteilung. Das ist auf Formelsammlung Seite 52. Und in unserem konkreten Fall haben wir einen Freiheitsgrad von 1. Warum das so ist, lernt ihr dann später noch im Detail. Aber hier haben wir dann den Grenzwert. Ja, also der Grenzwert vor dieser Zahl liegen 95% der Werte, sprich danach kommen nur 5% der Werte in diesem Schaubild. Also, wenn in unserer Welt Unabhängigkeit zwischen x und y herrscht, dann liegen nur 5% der Werte über der 3,841, 5% der Chi-Quadratwerte. Und jetzt haben wir einen Chi-Quadratwert von 22,277.
Und da setzt die ganz normale Logik des Hypothesentestens ein, was ihr durchweg das ganze Semester hören werdet. Und die Logik funktioniert so. Wenn x und y unabhängig sind, ja, also wenn wir uns in einer Welt befinden, wo die unabhängig sind, das ist die Annahme, dann ist ein Chi-Quadratwert von 22,277 sehr unwahrscheinlich. Also weniger als 5% wahrscheinlich. Also glaube ich, dass x und y abhängig sind. Ja, das ist so eine wichtige Gedankenstruktur, dass ich die mal aufschreibe. Und das ist durchgängig so. Ich mache euch gleich noch ein zweites Beispiel, aber erstmal will ich noch zwei Sachen dazu sagen. Erstens, das hier, die Annahme, dass die beiden Variablen unabhängig sind, das nennt man H0, die Ausgangshypothese. Also H für Hypothese und 0 quasi für den Startpunkt. Also da fängt man an zu überlegen. Ja? Das ist diese Annahme, mit der man dann so eine Verteilung herleitet. Man hat also seine Hypothese. Dann zieht man seine Stichprobe. Ja, man hat die Hypothese über die Zufallsvariablen, zieht seine Stichprobe und kommt dann darauf, dass im Idealfall eben das, die Stichprobe oder die Kenngröße der Stichprobe, hier Chi-Quadrat, sehr unwahrscheinlich ist. Weil wenn das so ist, dann können wir jetzt sagen, okay, H0, also die Nullhypothese, war bestimmt falsch. Ich glaube also lieber, dass die nicht unabhängig sind, also dass sie abhängig sind. Ja? Das ist dann H1. Das ist die Hypothese, die man ansteuert. Man fängt eben mit einer Nullhypothese an, versucht dann zu sagen, okay, dann und sind darunter wären unsere Daten sehr unwahrscheinlich und kommt dann zu H1. So funktioniert das normale Hypothesentesten. Genau, ich mache euch gleich nochmal ein zweites Beispiel. Und da wird euch vielleicht noch mal ein bisschen bewusster, wieso ihr diesen ganzen Zufallsvariablen-Kram in Statistik 1 machen musstet. Und zwar geht das Beispiel so. Wir nehmen als Zufallsvariable mal einen Münzwurf. Ja, der beliebte, einfache Münzwurf. Okay, und jetzt ziehen wir mal eine Stichprobe mit 10 Münzwürfen. Und wir bekommen raus, dass 9 mal Kopf kommt. Und einmal Zahl. Okay, ja, das könnte man sich dann wieder als so eine Tabelle vorstellen. Von 1 bis eben n gleich 10. Und die einzelnen Werte sind eben Kopf, Kopf und so weiter. Einmal Zahl ist dabei. Okay, und jetzt könnte man sich überlegen, was wäre denn, wenn wir eine faire Münze haben, also Pi 50% ist. Also zu 50% kommt Kopf, zu 50% kommt Zahl. Dann können wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass hier 9 mal Kopf kommt und einmal Zahl. Das ist Binomialverteilungsaufgabe. Das habt ihr, wie gesagt, im Studium schon gemacht. Und das wird jetzt ein bisschen davon ausgegangen, dass ihr das wisst. Ihr müsst es wahrscheinlich in Statistik 2 nicht mehr so viel benutzen. Aber es ist beruhigend, die Grundlage davon zu wissen, was hier passiert. Ja? Jedenfalls kann man die Wahrscheinlichkeit berechnen dafür, dass eben 9 mal Kopf kommt und nur einmal Zahl. Und was man aber tatsächlich berechnet, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass mehr als 9 mal Kopf kommt, weil man eben gucken will, wie wahrscheinlich ist es, dass wir ein so extremes Ergebnis oder ein noch extremeres Ergebnis haben. Und das könnt ihr ausrechnen. Ja? Ihr könnt für eine Binomialvariable, hier denkt euch dazu, schreibe ich mal hier hin, x ist binomial verteilt mit n gleich 10, und wir gehen mal von einem Pi gleich 0,5 aus. Ja, also das ist unsere Nullhypothese, deswegen wird es meistens mit Pi 0 dann auch bezeichnet. Wir gehen mal davon aus, dass die Münze fair ist. Dann schauen wir uns diese Stichprobe an, berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass wir, wenn die Münze tatsächlich fair ist, so ein Ergebnis bekommen. Und wenn ihr das macht, dann kommt ihr da auf 0,011. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr gering, nämlich unter 5%. Und deswegen schließt ihr daraus, dass die Münze wahrscheinlich nicht fair ist. Ja,
Ja, so funktioniert der Hypothesentest. Jetzt für das Münzwurfbeispiel. Wenn die Münze fair ist, also Pi tatsächlich 0,5, also 50%, dann ist, dass 9-mal Kopf kommt oder mehr, sehr unwahrscheinlich. Also glaube ich, dass die Münze nicht fair ist. Ja, so funktioniert der Hypothesentest. Und da muss ich dann hier nochmal eine Bemerkung dazu machen. Man guckt nicht nur, wie wahrscheinlich ist dieses Chi-Quadrat, sondern man guckt, wie wahrscheinlich ist dieses Chi-Quadrat oder ein noch extremeres Ergebnis. Weil man eben sonst an jeder Stelle gucken könnte. Man könnte sich ja auch angucken, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 5-mal Kopf und 5-mal Zahl kommt. Die Wahrscheinlichkeiten, je mehr Kopf, also je mehr Münzwürfe ich mache, werden ja eh immer kleiner. Also wenn ich 1000 Münzen werfe und ich gucke mir die Wahrscheinlichkeit an, dass 500-mal Kopf und 500-mal Zahl kommt, die Wahrscheinlichkeit selbst ist schon unglaublich gering, weil es eben nur eine Möglichkeit von eben 1001 verschiedenen Möglichkeiten ist. Deswegen berechnet man eben nicht nur die Wahrscheinlichkeit von dem einen Ereignis, sondern von dem oder was Extremeres. Das würde dann in dem 1000-Münzwurf-Beispiel helfen, weil man eben sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich 500 kriege oder noch mehr Kopfwürfe und da würde ich dann 50% rauskriegen, also 0,5, und das wäre eben nicht kleiner als 5%. Ne? So muss man sozusagen sich so ein bisschen damit behelfen, dass die einzelnen Ereignisse, also dass 9,1 kommt oder 5,5 oder 500,500, selber unwahrscheinlich sind. Deswegen macht man eben, wie wahrscheinlich das Ereignis ist oder ein noch extremeres Ereignis. An der Chi-Quadrat-Verteilung erklärt wäre sozusagen, wie wahrscheinlich ist diese 22,277 oder etwas noch Unwahrscheinlicheres, das guckt man sich an. Und na klar, wenn diese Zahl hinter der Grenze ist, dann ist das immer weniger als 5%. Deswegen macht man hier in den Hypothesentests, die ihr in der Formelsammlung findet, hat man meistens einen Grenzwert und checkt dann halt dagegen. Und ab diesem Grenzwert, wie gesagt, funktioniert die Logik. Wenn ihr über dem Grenzwert seid, dann ist es eben sehr unwahrscheinlich gegeben, der Nullhypothese, also könnt ihr auf die H1 schließen. Und das ist der wissenschaftliche Prozess. Ja, ihr habt eine Frage über Zuverlässigkeit und Vertrauen, macht eine Nullhypothese, guckt euch eine Stichprobe an und kommt dann auf die H1, die eben für die gesamte Gesellschaft gilt oder für die Grundgesamtheit. Sprich, ihr könnt aus euren 55 Stichproben, also aus eurer Stichprobe mit 55 Versuchspersonen, eben dann, wenn ihr H1 zu H1 kommt, also H0 abgelehnt habt, etwas über die gesamte Bevölkerung sagen. Und das ist halt schon ziemlich cool. Hat natürlich auch seine Tücken, weil, nehmen wir mal an, die Münze ist tatsächlich fair. Ab und zu kommt eben auch so ein extremes Ergebnis. Also in 1% der Fälle kommt tatsächlich sowas. Ja? Und dann würdet ihr fälschlicherweise annehmen, dass die Münze doch nicht fair ist. Das kann eben der Hypothesentest dann nicht mehr reparieren. Also da macht man ab und zu halt einen Fehler. Aber gut, wenn euch was Besseres einfällt, dann könnt ihr damit durchaus einen Nobelpreis gewinnen. Das müsst ihr aber erstmal für Statistik 2 lernen. Und ja, ich hoffe, das hilft euch für den Einstieg. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Ich werde mal gucken, ob ich Zeit habe zu beantworten. Und ansonsten viel Glück in Statistik 2. Schöne Semesterferien noch, wenn ihr die habt. Und alles Gute.